Überall das gleiche Bild, gähnende Leere, auch in den zoologischen Gärten, mal abgesehen von den Tieren, und die müssen nach wie vor rund um die Uhr versorgt werden. Hohe Ausgaben bei keinerlei Einnahmen, das lässt die Zoos und Tierparks im Lande derzeit um ihre Existenz bangen. Im Rostocker Zoo zum Beispiel müssen pro Monat nahezu 1 Million Euro Kosten gedeckt werden. 17 Mitarbeiter wurden bereits in Kurzarbeit geschickt. Doch das alleine löst das Problem nicht. Das, was wir verbrauchen, decken wir über die Einnahmen beim Parkplatz, Shop, über die Gastronomie. Da haben wir einen Pächter. Anteilmäßig kriegen wir etwas. Und natürlich hauptsächlich über die Einnahmen an der Kasse zu 70% ab. Die 70% fehlen jetzt. Alles andere ist der Betriebskostenzuschuss der Hansestadt Rostock, für den wir dankbar sind. Aber das Loch wird eben größer und größer. Wir haben mal jetzt so ganz vorsichtig nach vorne geguckt. Den April überleben wir. Und dann wird es wahnsinnig, wahnsinnig eng. Gerade die Osterzeit beschert den Zoos sonst immer hohe Besucherzahlen. Einige hatten gerade erst nach einer langen Winterpause wieder geöffnet, so wie der Tierpark in Wismar. Gerade jetzt haben wir Fehlstart und können nicht die Besucher in den Park reinlassen. Das ist bedauerlich. Ich muss allerdings sagen, dass es uns sicherlich nicht so hart trifft, wie es viele unserer Mitmenschen trifft, auch viele andere Unternehmen trifft. Wir hatten sehr gute Jahre, wir hatten also auch sehr ertragreiche Jahre, die dazu geführt haben, dass wir uns auch ein finanzielles Polster zurückgelegt haben, was wir vorrangig eigentlich für die investiven Maßnahmen zurückgelegt hatten. Nun muss dieses kleine Polster über die schwere Zeit hinweg helfen. Doch lange geht das nicht mehr gut. Der Verband der Zoologischen Gärten in Deutschland hat sich jetzt mit der dringlichen Bitte um ein Soforthilfeprogramm an die Bundesregierung gewendet. 100 Millionen Euro seien mindestens zur Rettung der Zoos nötig. Auch die Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern hoffen auf diese Hilfe. Gleichzeitig sind sie mit dem Umwelt- und Landwirtschaftsministerium MV im Gespräch. Wer den Zoos helfen möchte, kann das auf ganz unterschiedliche Weise tun. Informationen über Spendenmöglichkeiten gibt es auf den jeweiligen Homepages. Aber auch in anderer Form kann geholfen werden, betont der Vorsitzende des Landeszooverbandes. Wir bieten aber auch die Möglichkeit an, dass man einfach jetzt schon Gutscheine einkauft oder bestellt bei uns. Einfach ein E-Mail schreiben. Das gleiche gilt für Jahreskarten, die natürlich erst ihre Gültigkeit dann bekommen, wenn wir den Zoo wieder öffnen. Das sind im Grunde einfache Hilfen, die uns die Phase etwas überbrückt. Man kann aber natürlich auch klassischerweise gerade vor Ostern auch Tierpatenschaften bei uns natürlich übernehmen. Dann kriegt man auch direkt etwas noch mit für den Unterstützungsbeitrag, den man leistet, direkt mit nach Hause geschickt. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Die größte Hilfe für die Tierparks wäre aber, im Mai wieder öffnen zu können. Darauf hofft auch der Rostocker Zoo und nutzt jetzt die Zeit für Reparaturarbeiten oder um neue Spielgeräte aufzustellen. Alle Aufträge, die wir ausgelöst haben, besonders wenn es denn um das Wohl der Tiere geht, werden durchgeführt. Und alles, was wir sowieso schon zu Anfang des Jahres ausgelöst hatten, zur Saisoneröffnung, das betrifft das Pflanzen in den Anlagen etc. Und auch diese und jene kleine Spielstation aufzurichten, das ist alles beauftragt, das ist auch alles fast fertiggestellt. Das ziehen wir dann natürlich zu Ende. Und auch unsere große Ibisvoliere, die mit großer Unterstützung des Fördervereins gebaut wurde und wo der Förderverein sehr viel Geld reingesteckt hat. Auch das hoffe ich, dass wir das alles bis zum Mai dann fertig haben. Sollte im Mai tatsächlich geöffnet werden können, wird es einen kleinen Preisnachlass geben, denn das Erlebnismuseum Darwineum bleibt in jedem Fall etwas länger geschlossen. Hier wären größere Menschenansammlungen schwer vermeidbar und das Coronavirus könnte eventuell auch für die Menschenaffen gefährlich werden. So wird dieses Gorilla-Baby, das am 16. März diesen Jahres das Licht der Welt erblickte, wohl noch einige Zeit auf Bewunderer warten müssen.